ja gerade gehabt, wenn wir es schaffen, den Arm unter Kontrolle zu kriegen, irgendwo hier in dem Bereich, einen soliden Griff dran zu kriegen. Im Idealfall haben wir vielleicht noch hier das Schienbein drin, richtig Push und Pull. Sprich, ich drücke, ich ziehe, ich habe ihn hier unter Kontrolle. Jetzt in dem Fall, wenn ich jetzt nach da rausrutsche, ist der Kopf ja auf der gegenüberliegenden Seite, sprich nicht auf der Messerseite. Ich arbeite, ich bin hier und von hier aus versuche ich irgendwann, wenn ich kann, unter Kontrolle, vielleicht muss ich den Arm noch mit kontrollieren, versuche ich von hier aus ganz normal in den Kimura Double Wrist Lock zu ziehen und dementsprechend hier auf die Schulter zu gehen. Achte dabei, dass ich hier dementsprechend rauskomme. Jetzt kann passieren, wir sind hier am Arbeiten, wir hier irgendwo sonst was und der Kopf rutscht auf die Seite. Sprich, von meinem Plan her, ich bin zwar immer noch halbwegs hier unter Kontrolle, habe das Bein oben drauf, dass er nicht übersteigen kann, sprich irgendwo meine Guard passieren kann, wie es heißt, bin hier am Arbeiten. Kimura auf der Seite funktioniert nicht. Was ich probieren kann, ist jetzt, wenn wir arbeiten, wir sind in Dynamik, arbeite, hier, ich bringe hoch und ich bringe den Arm von hinten kommen, deswegen muss ich hier extrem auf der Seite liegen, bringe ich drunter durch. Bin hier und ziehe jetzt hier ran. Die Position kennen wir. Klar, Gefahrenquelle ist hier vorne Messerbereich in dem, auf der Innenseite. Ich ziehe ihn deswegen von hier aus direkt nach da hoch. Ja. Jetzt muss ich ein bisschen arbeiten. Irgendwo in dem Bereich, ich will ihn drehen, dass ich von hier aus irgendwo komme, dass wir hier kippen können. Und jetzt mache ich diese Scherenbewegung. Das Bein geht drüber, das untere Bein zieht flach. Ja. Das heißt hier, ich bleibe dran, ziehe und schiebe hier weiter dran. Ja, modifiziert. Das eine Knie ist hinten im Bereich der Schulter, im Bereich des Armes, versucht hier einen Block zu setzen, dass er es nicht rausbekommt. Meine Hand ist hier noch unter Kontrolle. Ja. Von hier aus kann ich weiterarbeiten, ob ich hier auf die Arme gehe, ob ich ballistisch arbeite, ob ich mich einfach löse, vollkommen egal. Versucht nur, so weit rumzukommen, dass seine Waffen in Anführungszeichen von euch wegzeigen, sprich der Arm, die Beine und so weiter, dass ihr die Rückenseite habt und dass ihr in der besseren Position seid, aufzustehen. Ja, ganz wichtig, lasst euch nicht irgendwo mit nach vorne fallen, sonst was, wenn ihr jetzt drehen, ziehen sollt, dass ich oben vorne rüberrolle, sondern ganz normal, dass ich hier in einem Bereich bin, wo ich arbeiten kann und dementsprechend weitermachen kann. Nochmal, wir arbeiten. Wir sind hier drin. Und aus der Dynamik raus, ja, schiebt er auf die Seite vor. Ich bin hier. Ich hole mir hier den Zug nicht. Richtig schön zu und richtig nach hinten. Von hier aus arbeite ich. Komm hier hin, schiebe hier, hab ihn hier. Die Hand kann ich loslassen, kann hier arbeiten. Oder von hier aus kontrolliert halt aufstehen. Ja. Klar? Du bleibst mit der rechten, die ins Seatbelt von hinten gegriffen hat, aber am Körper dran und rollst dann mit dem über die Hand drauf und hast dann am Ende die Hand noch am seinem Ende. Genau, wir sind dran, ganz normal, sind hier am Arbeiten, aus der Position, irgendwo hier, ich habe ihn jetzt hier unter Kontrolle, da ziehe ich ihn auf, ja. Hier, in dem Bereich. Jetzt arbeite ich rum, rotiere auf die Seite und jetzt kommt hier im letzten Moment die Scherenbewegung. Die Hand, die untere, bleibt dran. Die bleibt dran. Hinten blockiere ich, zieh mal raus, nach vorne raus, geht nicht, nach hinten raus, kann ich arbeiten. Ja. Ich drücke hier oben mit der Schulter, versuche hier zu belasten, kann hier kontrollieren und von hier aus jetzt, wenn ich rausziehe, auf die Schulter, hoch. Könnte wieder reinknallen, beziehungsweise mich einfach lösen. Okay? Los geht's, arbeiten.